Hallo, ich durfte an der Pressepräsentation des SEAT Arona in Barcelona teilnehmen. Der Arona ist ein knapp 4,14 Meter kleiner Kompaktwagen, der Sitzplätze für bis zu 5 Personen bietet. Der Arona ist ein sehr gutes Beispiel, wie sich SEAT in den letzten Jahren gemausert hat und trotz Zugehörigkeit zum VW-Konzern die Eigenständigkeit im Design bewahrt hat. Bei Qualität, Design, Verarbeitung, sowohl an der Außenhaut als auch im Beleuchtungsdesign oder im Interieur, ist die Handschrift von Volkswagen unverkennbar. Der Arona basiert auf der Konzernplattform MQB und T-Roc'd selbstverständlich auch mit VW-Logo. Ich habe mir die Freude gegönnt, den Arona mit der Vierzylinder 1,5 Liter TSI Maschine mit 150 PS bei bestem Wetter auf den kurvenreichen Straßen des Montserrat zu fahren. Die spanischen Straßenbauer haben sich hier bei ihrer Arbeit angesichts der zahlreichen Kurven der Gefahr des Drehschwindels ausgesetzt. Einfach der Wahnsinn und die pure Freude, ein so quicklebendig motorisiertes Fahrzeug hier fahren zu können. Die 6 Gänge des manuellen Getriebes flutschen nur so durch die Schaltgassen und dank des hohen Drehmoments von 250 Newtonmeter bereits ab 1500 Umdrehungen steht mehr als ausreichend Kraft bereits bei moderat erhöhter Standdrehzahl zur Verfügung. Dank Kleinwagenabmessung und Leergewicht ging die Kurvenhatz äußerst beschwingt aus der Hüfte. Die letzten Meter auf der Autobahn konnte ich aufgrund des generellen Tempolimits in Spanien nicht bis zur Höchstgeschwindigkeit von 205 km/h auskosten, aber auch so überzeugte der Arona. Neben den von mir gefahrenen Vierzylinder-Benziner gibt es einen weiteren Dreizylinder-Benziner in zwei Leistungsstufen von 95 und 115 PS. Und den leistungsstärkeren davon auch mit 7-Gang DSG-Getriebe mit automatisiertem Gangwechsel. Auf der Dieselseite wird ein 1,6 Liter Vierzylinder mit 95 bzw. 115 PS angeboten, wobei alternativ zum manuellen 6-Gang-Getriebe in der leistungsschwächeren Version das 7-Gang DSG angeboten wird.